Was ist blau und steht am Straßenrand? Eine Prostituierte. Ha. Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu der Witze-Show, aka Let's Play Pokémon Rot. Wir sind hier im Moment noch im Lavandia-Turm und haben jetzt diesen Mann hier gerade von Team Rocket gerettet. Möchtest du ihn sprechen, Zwante? Ja, wieso nicht? Was? Oh Gott, um mich zu retten? Warum sind bei dir alle alten Männer Italiener? Das ist ein Asiate, du Rassist. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank, Ro. Aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger wollte in die ewigen Jagdgründe einkehren. Nein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuß des Turms. Da oben ist er. Er war nur noch nicht gespawnt. Daro. Woher kennt er meinen Namen? Du kannst deine Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Tau, eine Pokeflöte. Und was macht die Pokeflöte? Ein Relaxer aufwecken. Ja, zum Beispiel, da ist immer noch dein Text. Oh nein. Brauchst nicht schon wieder nach Witzen suchen. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokeflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémons wecken. So, jetzt darfst du nach Witzen suchen. Was ist braun und sitzt im Gefängnis? Eine Knastanie. Ja, klack, ax, 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 ax. Klack, 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 klack. So, wir müssen ganz kurz ein bisschen einkaufen. Beziehungsweise erstmal werden wir die zwei Nuggets los, die wir haben. 10.000 Gold. Also Poké-Dollar. Die Pokebälle verkaufe ich auch. Weil wir uns gleich was Besseres kaufen. Du bist die netteste, wunderbarste und allerschönste Frau, die ich je getroffen habe. Ach komm, du willst mich doch nur ins Bett kriegen. Und intelligent bist du auch noch. Ich brauche ein paar Superbälle, weil wir gleich einen Relaxo fangen müssen. Ich bin da recht optimistisch, dass wir es schaffen, das erste Relaxo vermutlich aus Versehen umzubringen. Hey, könnte ich bitte einen Cheeseburger bekommen? Entschuldigung, das hier ist ein italienisches Restaurant. Oh, Verzeihung. It's me, want the cheeseburger. Es gibt es auch so ähnlich mit irgendwie. Ich hätte gern einen Hamburger. Entschuldigung, das hier ist Starbucks. Ja, dann hätte ich gern ein belegtes Garlic Bread mit Patty und. Ich weiß nicht mehr. Sorry. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht länger. Und du bist ein junges Mädchen, deine Pokémon sind tot. Was ist passiert? Was hat mit dem Pokémon-Krieg zu tun? Ein Sandwich geht in eine Bar und bestellt sich ein Bier. Sagt der Barkeeper, Verzeihung, wir servieren hier kein Essen. Oder kein Essen. Warum durfte das Neutron nicht auf die Party? War nur für geladene Gäste. Ich habe einen Franzosen gefragt, ob er irgendwelche Videospiele spielt. Und er sagte, oui. Die ganzen Trainer habe ich übrigens schon besiegt. Yay! Die habe ich schon bekämpft, als ich Sushi gelevelt habe. Willst du ein Videospielwitze suchen? Ich glaube, das passt thematisch ein bisschen besser. Währenddessen battle ich schon mal hier, Mr. Relaxo. Nein, das ist das Lied des Windfischs. Relax, es ist brummig und greift verschlafen an. Ja, ich auch, wenn man mich weckt. Dann bin ich auch brummig und greift verschlafen an. Es ist Level 30. Das ist sick. Das ist ziemlich gut, tatsächlich. Wie schwäche ich dich am besten? Wir suchen die besten Videospielwitze. Oh, tu das nicht. Buff dich nicht. Oh mein Gott, Relaxo, hör auf damit. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht gut, was du da machst. Es könnte potenziell sein, dass wir das erste Relaxo besiegen müssen. Was?
Oh nein. Es könnte sein, dass wir das erste Relaxen besiegen müssen, weil es sich das gerade ziemlich hoch bufft. Oh. Das ist gar nicht gut. Oh. We be getting a buff boy. Ja. Was macht ein Holländer, wenn er die WM gewonnen hat? Er schaltet die PS4 aus. Ha 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 ha. Sweeter Crit. Und da das Erholung ist, schläft Relaxo garantiert 3 Runden. Warum kommen manche Kinder später auf die Welt als geplant? Sie haben vergessen, ihr Spiel zu speichern und mussten deshalb von vorne anfangen. Hä? Den habe ich nicht verstanden. Ich versuch's einfach mal auf gut Glück. Ja, wird jetzt eh wieder... Neulich im Computerladen haben sie Windows 2000, Verkäufer. Haben sie Windows 98 etwa schon durchgespielt? Nein. Du hast gesagt, ich soll nach Gamer-Witzen suchen. Ja, ich dachte, da kommen vielleicht gute. Das Leben ist... Hör auf, dich so zu buffen! Das Leben ist ein scheiß Game mit verdammt guter Grafik. Absolut richtig, würde ich so unterschreiben. Liegt der Camper tot im Keller, war der Rusher wieder schneller. Ja. Liegt der Rusher tot daneben, hat der Camper einen Kollegen. Ja. Das Relaxo geht mir gerade so auf den Sack. Was ist der Unterschied zwischen einem Yeti und einer Frau im Ego-Shooter? Vom Yeti nimmt man an, er existiert. Ah! Sexistische Witze. Ha, die Frauen existieren auch, aber die spielen halt Supportrollen. Kreative Witze. Wenn ich jetzt sterbe. Warum steht die Frau im Flur? Weil die Kette zu lang ist. Warum können Frauen so schlecht Skifahren? Weil es in der Küche nicht schneit. Hahaha. Haben bis jetzt mit den sexistischen Witzen. Dankeschön. Warum haben Frauen kleinere Füße? Damit sie näher am Herd stehen können. Warum sind Frauen immer in der Küche? Wegen der Herdanziehungskraft. Ich möchte mal anmerken, dass dieses Relaxo gerade echte Probleme macht. Und wenn ich das nicht gefangen kriege, dann haben wir... tatsächlich ein ziemliches Problem. Ach was, du machst das jetzt gut. Nee, dann setzt Erholung ein. Ich muss das fangen. Aber ich habe eine Superwelle zur Verfügung. Du musst ihm halt noch ein bisschen mehr Schaden zusetzen. Cut it. Ja, aber dann erholt sich's ja. Da kommt die Erholung. Jetzt ist alles wieder für den Arsch. Das ist... Moment. Ich hab da vielleicht... vielleicht könnte das ein bisschen Schaden machen. Ja, geht. Geht, aber es wird halt gleich wieder Erholung einsetzen, ne? Nein, tut's nicht. Nee, ich muss es besiegen. Und Kraut überlebt und kriegt die Erfahrungspunkte. Okay, ja, wir haben immer noch die Möglichkeit, das zweite Relaxo zu fangen. Von daher ist es auch nicht so tragisch. Scannt und läuft in die Berge zurück. Wunderbar, yay. So wollen wir das. Nur ein glückliches Relaxo ist ein gutes Relaxo, nachdem wir ihm voll aufs Maul gehauen haben. Oh, gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Das könnte ein ziemlicher Stomp werden. Weißt du, was auch ein guter Gaming-Witz ist? Was ist ein guter Die amerikanische Gaming? League of Legends Liga. Ha! Ha! NA, habe ich recht? Ich musste auf Englisch sagen. So der Sohn spielt zusammen mit dem Vater Call of Duty. Eben so, hey Dad, you wanna hear a funny joke? Oh sure son, MVP. Huh? I don't get it. Sure you don't, fucking scrub. Ja. Oh wow, lies mal vor. Did you know Marilyn Manson had his ribs removed because he was hungry and wanted some barbecue ribs? Wegen dem Gerücht, dass Marilyn Manson sich die Rippen entfernt hat, um Dinge zu machen. Ja. Um sich selbst Fellatio zuzufügen. Ich glaube, das
wird nichts mit Witzen. Und währenddessen erzählt der alte Mann hier irgendwas von seinem ersten Mal. Ja, alles klar. Alles klar, Pokémon, alles klar. Also er meint, es ist das erste Mal gewesen, dass er verloren hat, aber ich meine thematisch, ja. Haha. Oh, guck mal, die Pose will ich auch drauf haben, wenn ich Mechaniker bin. So was von. Aber richtig. Hier könnte ich aber Mist, nein, weil Sushi besiegt ist. Ich bin gerade. Was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck. Was ist klein, schwarz und dreieckig? Der Schatten vom kleinen grünen Dreieck. Warum? Kannst du nicht irgendwie gute Pokémon-Witze? Oh Gott, Pokémon. Google mal gute Pokémon-Witze. Gute Pokémon. So. Können wir die nicht von Google vorlesen lassen? Okay, Google. Lies mir gute Pokémon-Witze vor. Erzähl mir gute Pokémon-Witze. Nee, es gibt nur die 100 besten Pokémon-Witze. Oh ja, hau raus. Wieder von schlechtewitze.com. Ach nö. Los, Pikachu, Donnerblitz. Alter, hast du gerade meinen Hamster an die Steckdose geworfen? Wie heißt die Weiterentwicklung von wohin genau? Da geht's lang. Wenn deine Mutter ein Pokémon wäre, bräuchte man 2 Meisterbälle, um sie einzufangen. Weißt du, woran mich das erinnert? An die eine Folge aus dem Anime, wo so, da ist so ein Typ und er erzählt so, wie er ewig lang daran gearbeitet hat, den perfekten Meisterball zu bauen und so. Und in der Folge gibt es irgendwie ein riesiges Wälzer, das Probleme macht. Und er will dann halt seinen größten Schatz, weil sie diesen Meisterball benutzen, um Wälzer zu fangen. Und Wälzer schluckt den Meisterball einfach runter. Wenn Chuck Norris ein Pokémon wäre, würde es Trainer fangen. Warum sind das die besten Witze? Warte, deine Mutter ist die Mega-Entwicklung von Relaxo. Wenn du jemanden wirklich demütigen willst, sag zu ihm, los, Carpador, setze Plasche ein. Ich glaub nicht, dass ich gedemütigt wäre, wenn das jemand zu mir sagen würde. Los, Carpador, setze Plasche ein. Kannst du nicht die Witze präventiv schon mal... Ich bin froh, dass die Politiker bei Pokémon... mitmachen, wie zum Beispiel Tangela Merkel. Ja, oder Magnus Spector, a.k.a. Trumpmon. Meins hieß Trumpinator. Der Trumpinator. Der Trumpinator, ich mochte es. Ja. Oh, Haus des Geldes ist da Werbung. Das ist tatsächlich sehr gut, da habe ich die ersten 4 Folgen bis jetzt gesehen. Das ist okay. Recht spannend. Ja, doch, es ist interessant. Haus des Geldes auf Netflix. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Im Folgenden lesen Sie einen sehr kurzen Dialog zwischen 2 Personen. Person A. Ah, ho-oh. Guck mal da. Person B. Wohin genau? Person A. Sind Sie etwa taub, Sie? Hören Sie mir gar nicht zu. Person B. Ich bin ganz Ohr doch. Ich kann da auch nichts so mal sagen. Da mir absol... Gut, die Zeit fehlt. Person A, oh wei. Und ich klebe Pandia wie ein Nasknet, nur um mitzukriegen, was für ein Stern du bist. Person B, ist so. Tut mir zwar sehr libida. Ladybar? Libida, ich geh weiter. Daher auf Visor sehen. Ich hasse mein Leben. Die Namen der beiden Personen sind unbekannt, da sie beide inkognito waren. Ich verabscheue meine Existenz. Du kannst doch die Witze vorher lesen und filtern, ob sie gut sind oder nicht. Ich glaube, als nächste unterhaltsame Geschichte gehe ich einfach durch meinen Spam-Ordner bei Google Mail. Oh ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Ich würde sagen, wenn ihr Svantes Spam-Ordner nicht verpassen wollt, dann...
abonniert, dass ihr morgen die Folge mitkriegt. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Bis jetzt beim nächsten Mal. Und schreibt in die Kommentare eure Lieblingswitze. Wobei das hatten wir. Eure Lieblings-Pokémon-Witze. Mehr Witze sind mehr Witze. Mehr ist besser. Mehr Witze sind mehr Witze. Bis zum nächsten Mal. Adios. Sos.